Moin moin ihr Filmsuchtis, ich habe ihn gesehen, den Avengers Infinity War, hammer geil. Nächsten Tag gibt es natürlich einen Spoiler-Talk dazu, aber erstmal gibt es natürlich erstmal das Ende erklärt von mir, die Post-Credit-Szene wird erklärt und natürlich die Dinge, die ihr wissen müsst, bevor ihr Infinity War Teil 2 seht, also Avengers 4. Dazu noch Theorien, heiße Theorien, die wahrscheinlich eintreten werden, weil das letzte Video hat ja auch sehr viel Faktor gehabt, es ist alles wahr. Haha, Klopf auf die Schulter, ja, aber trotzdem geht's jetzt los mit dem Video und viel Spaß! Wer den Film gesehen hat, der weiß ganz genau, dass eigentlich der Film sehr prägnant um die Figur Thanos ist. Das ist natürlich der Antagonist, den Marvel erschaffen hat. Es ist der Badass-Charakter, der es wirklich den Avengers sehr schwer macht. Eigentlich kann man ihn fast gar nicht besiegen. Wenn er die Infinity-Steine hat, natürlich dann noch mehr, weil dann ist es einfach unmöglich, ihn zu besiegen. Aber es gibt trotzdem für eine Möglichkeit und die hat vielleicht Dr. Stephen Strange rausgefunden. Bevor es richtig zum Kampf kam auf den Planeten Titan, hat nämlich erstmal der Superheld Dr. Strange eine Zukunft gesehen und probierte über 14 Millionen Konstellationen aus, um den Bösewicht Thanos zu besiegen. Es gab in dieser Vision aber leider nur eine Möglichkeit. Ja, nach dieser Vision traf natürlich irgendwann Thanos ein und es kam natürlich erstmal zu einem Kampf zwischen den allen. Und Star-Lord hat es aber irgendwann nachher vergeigt, weil sie hätten es fast geschafft, den Infinity Gauntlet runterzuziehen. Weil durch einen hitzigen Star-Lord hat das dann Thanos wieder geschafft, bei Sinn zu kommen und hat dann so gesehen fast alle fertig gemacht. Es wurde sogar der Mond runtergerissen und Iron Man hat sich wirklich unerbittlich gegen ihn gestellt, aber er konnte ihm leider nicht das Wasser reichen. Und im Gegenzug, weil das natürlich Dr. Strange nicht wollte, dass Iron Man stirbt, hat er den Zeitstein rausgerückt. Somit hatte Thanos 4 der 5 Infinity-Steine und war schon das mächtigste Wesen im ganzen Universum. Und natürlich ist Thanos dann auf die Erde gereist und wollte natürlich den Gedankenstein haben von Vision, den eigentlich ja Scarlet Witch vernichten wollte. Es gab natürlich dann die Möglichkeit, dass Thanos, weil er es ja Scarlet Witch geschafft hatte, diesen bei Vision zu zerstören. Er hat aber die Zeit zurückgedreht und hat sich dann den geschnappt. Somit hatte er alle 5 epischen Infinity-Steine gehabt, aber da hat er natürlich die Rechnung nicht mit Thor gemacht, der dann ihn fast niedergestreckt hätte. Aber Thanos konnte noch im letzten Moment halt diesen Schnipser machen. Und das war natürlich sehr gefürchtet gewesen, dieser Schnipser. Somit hat er diesen Infinity Gauntlet erstmal aktiviert. Und man wusste ja auch nicht, was passiert. Und es passierte natürlich das, was die Avengers nicht wollten. Thanos hat damit natürlich das Leben über der Hälfte der ganzen Planeten ausgelöscht. Und man sah natürlich sehr viele Charaktere sterben, wie Black Panther, wie ein Bucky Barnes, wie ein Spider-Man. Und das war natürlich sehr traurig. Die Frage ist natürlich in dem Sinne, sind sie wirklich gestorben? Weil Thanos ist ja noch irgendwann eine komische, also das sah aus wie so ein Parallelwelt ist er reingekommen, weil er sagte, er möchte ja gerne sein Bier auf seiner Terrasse trinken und er sah natürlich Gamora. Und da ist natürlich jetzt die Vermutung nicht weit fern. Ist das wirklich so passiert? Sind die wirklich tot oder was wird passieren in Infinity War Teil 2? Aber erstmal kommt die Post-Credit-Scene, was da noch passiert ist. Man sah ja nach dem Abspann erstmal eine Szene, wo sich wieder viele Menschen aufgelöst haben und natürlich einen Nick Fury, der noch kurz vor seinem Verschwinden Messenger in dieser Hand hatte und es wurde dieser natürlich nur ausgelöst und es kam dann zu diesem Bild. Das Bild zeigt einfach mal eben die Nachricht an Captain Marvel. Ja, wer ist denn Captain Marvel? Captain Marvel ist eigentlich mal ein Mann gewesen, der eigentlich in Rasse Kree abstand. Und dieser ist dann irgendwann auf die Erde gekommen und durch ein Unglück hat sich diese DNA von ihm auf die Air Force-Pilotin Carol Danvers übertragen und sie wurde dann zu einem Kree-Hybriden. Und somit war sie dann Captain Marvel. Captain Marvel, was ist sie überhaupt? Werde ich nochmal ein bisschen mehr beleuchten, irgendwann nochmal zu irgendwelchen Charakterchecks. Aber trotzdem, sie kann sehr weit in die Zukunft gucken, kann Energie absorbieren, diese wieder geben in einen Lichtstrahl, ist sehr stark und das reicht ja erstmal auch und könnte vielleicht somit ja natürlich Thanos besiegen. Die ersten Theorien sind auf jeden Fall, dass vielleicht ein Adam Warlock mit Captain Marvel auftauchen wird und die beiden werden sich dann irgendwann vielleicht den Infinity Gauntlet schnappen und somit dann halt das andere wieder gut machen und vielleicht zurückreisen in die Vergangenheit. Vielleicht sogar an diese Settings, was man jetzt gesehen hat, in den ersten Avengers-Teil in New York und vielleicht die Leute weiter vorbereiten. Oder es kann natürlich auch sein, dass man zurückreist und mit den 2 stärkeren Avengers und sich dann anschließt und gegen Thanos, bevor er dann alle Infinity-Steine hat, gegen ihn antreten wird. Und vielleicht kann man dann so halt ihn besiegen.
Die zweite Vermutung ist die neue Generation mal wieder. Die nicht New Avengers, da komme ich gleich nämlich zu. Aber wer fehlt denn natürlich? Natürlich Ant-Man und der Hawkeye. Und die schließen sich ja vielleicht an mit Captain Marvel, weil deren Familien werden wahrscheinlich sterben, denke ich mal. Die werden sich auch auflösen. Und da kommt es dann natürlich dazu, dass Ant-Man, man weiß ja wahrscheinlich mehr in Ant-Man and the Wasp, dass er ja vielleicht in den subatomaren Raum geht, da vielleicht auf einen Thanos trifft, der sich ja da schön sonnt in seinen komischen Paralleluniversum, ihn den Infinity Gauntlet erstmal schnappt, wegnimmt und damit dann erstmal wieder wegreißt zu Captain Marvel, weil die kann ja in die Zukunft gucken, vielleicht hat sie ja die Macht oder Adam Warlock trifft sie ja irgendwie im Nova Corps, dass sie dann zurückreisen und ihn dann besiegen. Oder es kommt natürlich dann zum Kampf, weil Adam Warlock oder Captain Marvel diesen Infinity Gauntlet gegen ihn anwenden wird. Man weiß es nicht, das ist die Frage und es kommt zur Theorie Nummer 3. Sind sie überhaupt tot? Bei den Schnipser wurden natürlich die beiden Steine aktiviert. Einmal der Realitätsstein und einmal der Seelenstein. Ich kann mir vermuten, durch den Realitätsstein, was man ja auch vorher schon gesehen hat in einigen Szenen, es wurden einfach die Charaktere aufgelöst und wurden somit natürlich, weil der Seelenstein aktiviert wurde, vielleicht in den Seelenstein importiert. Was ich nicht, glaube ich, nicht vermute. Deswegen ja diese Theorie mit dem subatomaren Raum. Das ist eigentlich für mich schon fast 99% klar, dass sie so in einem Paralleluniversum festhängen. Vielleicht auch in so einer Art wie in dieser Spiegelwelt. Und natürlich, ich denke mal, Thanos ist ja auch in dieser einen komischen Welt. Aber ich glaube, er kann sich zwischen den Welten noch hin und her bewegen, weil er auch so stark ist. Und er hat ja noch die Infinity Gauntlet, der aber ja leider ein bisschen zerstört ist. Aber trotzdem, das ist die Vermutung klar, dass die, glaube ich, nicht tot sind. Natürlich außer Loki. Oder Gamora kann man auch vorstellen, dass sie nicht tot ist, dass sie durch den Seelenstein immer noch die Seele da ist. Deswegen war sie am Schluss ja auch noch zu sehen bei Thanos. Man hat ja gesehen, dass einige von Wakanda natürlich gestorben sind, aber Shuri hat man zum Beispiel die Schwester von T'Challa, Black Panther, nicht gesehen. Vielleicht ist es die Vermutung wahr, dass vielleicht auch neue Generationen von Superhelden entstehen werden, wenn die Vergangenheit angereist wird. Und da kann man sich vorstellen, dass vielleicht Iron Man gar nicht mehr antreten wird. Er wäre vielleicht der Mentor von Shuri, die wird vielleicht Ironheart und man wird andere Superhelden, die vielleicht noch stärker sind im Marvel Cinematic Universe, aufnehmen. Man weiß das ja auch nicht, vielleicht werden auch ein paar X-Men, weil die ja auch sehr stark sind, die Mutanten, eingeführt. Das wäre natürlich eine super klasse Sache, aber das ist natürlich sehr weit hergeholt, weil ihr wisst ja, die Rechte liegen immer noch bei einzelnen Studios, wobei Disney hat ja diese aufgekauft und das wäre natürlich geil, weil es gibt ja auch Deadpool, natürlich Punisher und andere Leute gibt es natürlich in diesem Marvel Cinematic Universe noch nicht, aber auch in den Comics gibt es natürlich diese New Avengers schon. So, das, Leute, das waren die heißesten Theorien gewesen zu Infinity War 4, die sein könnten, weil ja auch noch einige Superhelden wie Captain America, Iron Man, Nebula, Black Widow, Bruce Banner, der sich ja nicht verwandeln kann zum Hulk, War Machine, diese und Rocket, ein Guardian, der noch überlebt hat. Ja, und mal die Frage ist natürlich, wie gesagt, Munkelmann, dass diese Theorien vielleicht gut sind, richtig sind und dass es vielleicht sogar ein BASF-Programm von Iron Man vielleicht auch noch sein könnte, dass der vielleicht eine große Rolle spielt, man weiß es nicht, ne? Vielleicht wird auch ein Vision wiederbelebt von Shuri, die er wahrscheinlich übrigens mal überlebt hat, die mit Hulk irgendwas Neues schaffen wird, man weiß es einfach nicht, da wird so viel spekuliert, aber mal gucken, vielleicht können wir noch in den Kommentaren noch mehr spekulieren, da freue ich mich drauf, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr noch hier noch ein bisschen mehr sehen wollt, ne? Demnächst wird hier nochmal ein bisschen geilere Sachen auch noch kommen zu anderen Film-Franchises, aber trotzdem, erstmal noch ein bisschen Marvel und dann DC und dann kommt mal weiter, ne? Und erstmal natürlich würde ich sagen, Leute, bis dann und schauen, bam!